Also ich habe früher mal gesagt, wo gehe ich denn hin? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich hier einmal schon mal durchgelaufen bin, habe ich gedacht, wäre doch gar nicht schlecht so mit Erbach, ja. Und dann bin ich hier zum Apotheker und der hat gesagt, wir haben oben noch eine leerstehende Wohnung. Das ist die hier. Und da habe ich gesagt, in 2 Monaten bin ich da. Und das habe ich dann gemacht und seit der Zeit habe ich so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr weg will. Ich wollte es ja an sich gar nicht, aber ich bin schon früh schon in der Schulzeit so mit psychiatrischen Themen so in Kontakt gekommen. Ich bin auch ein Halbwaise und von daher habe ich dann auch so Schulprobleme gehabt in der Form, dass ich häufiger wechseln muss von einem Land zum anderen. Also und dann habe ich mir immer gedacht, was könntest du denn machen? Ich wollte immer was Richtiges werden. Ne? Ich wollte Großwildjäger werden, ich wollte Pilot werden und so. Und ich wollte auch Sportskanone werden. Und was sie mit mir gemacht haben, ich war bei den Sanitätern. Und die haben mich immer zu den Sanitätern geschickt. Und da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und es ging dann so, ich habe dann halt die Schule dann fertig gemacht. Und dann hieß es denn halt, was kannst du? Ja, eigentlich nicht so viel. Das war immer das Richtige dafür, dass man eigentlich besser Medizin studiert, wenn man ein bisschen was kann, aber nichts Richtiges. Die haben mich genommen in Medizin, einfach so. Und dann bin ich da durch. Und dann habe ich gedacht, was werde ich jetzt? Jetzt wollte ich doch mal was Richtiges werden. Kinderarzt. Die wollten mich nicht. Und in der Pharmakologie, da wollten sie mich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon die Doktorarbeit in Neuro gemacht und ob sie mich vielleicht da nehmen. Haben sie mich dann genommen, dann bin ich in die Psychiatrie und dann war alles schon gelaufen und schon war ich kassiert. Also früher haben wir halt schon mehr dafür gesorgt, dass die Trennung ein bisschen, die war ausgeprägter. Es gab ja die geschlossenen Abteilungen, es gab langfristig untergebrachte Leute und wer einmal bei uns liegt, der liegt hier richtig. Ja, Mauern rund um die Klinik. Die Klinik ist ein Dorf. Die sind alle Selbstversorger. Wer drin ist, bleibt drin. Das haben wir dann aufgemacht. Ja, das war gerade die Zeit, wo ich dann so mit dabei war. Da haben wir alles aufgemacht, alle Türen aufgemacht. Die haben gesagt, die Grundstückspreise sinken, wenn ihr die Leute spazieren gehen lasst. Das waren alles Mögliche, was wir an Probleme da gehabt haben. Aber es war alles eigentlich so, dass wir gedacht haben, so müssen wir es jetzt machen. Und wir haben aufgemacht, aufgemacht, aufgemacht. Auch die Säle haben wir weggemacht. Das ging dann auch so ganz gut irgendwie. Und irgendwann habe ich gedacht, bleibst du in der Klinik oder gehst du raus? Habe ich gedacht, vielleicht bin ich selber schon ein Patient. Wollte mal gucken, ob ich außen noch leben kann, außerhalb von der Klinik. Hat geklappt, ist jetzt 40 Jahre her, mache ich jetzt Praxis hier. Und gefällt mir so auch ganz gut, glaube ich, also irgendwo bin ich ganz sinnvoll untergebracht und von den Leuten akzeptiert. Anfangs hatte ich ganz schön Angst und habe gedacht, was soll ich denn hier? Und dann habe ich gedacht, die anderen sind ja auch hier, kann ich ja auch hier sein, hier im Odenwald. Und kann ich auch hier sein im Odenwald? Und dann waren wir halt zusammen und dann hat sich das ganz gut angelassen. Die Praxis ist innerhalb kürzerer Zeit also schon angenommen worden, bis auf den heutigen Tag. Aufregende Sachen sind immer dann, wenn sie an die eigene Haut gehen. Und ich habe in den 40 Jahren eigentlich nicht viel Schlimmes so erlebt. Aber einmal ist mein Patient halt auf der Treppe auf die Brust gesprungen, bin ich in der Scheibe unten gelandet. Ja. Und dann habe ich dann halt mal geguckt, wie das jetzt so weitergeht. Der hat ein bisschen auf mich eingetreten, der war ein bisschen wütend auf mich. Und dann musste ich mich da ein bisschen zur Wehr setzen. Da habe ich auch halt festgestellt, also viel Hilfe gibt es nicht von der anderen. Also die einen gucken und die anderen gucken hinten dran. Dann ist er doch in die Flucht gegangen, der Mensch. Dann sind die anderen hinten hergerannt. Und das war irgendwie so mal aufregend. Später, wie ich gesagt habe, der Mensch ist ein bisschen gefährlich. Ja, da haben die anderen gesagt, ja, sie sind befangen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis der Mensch dann in der Klinik war. Und das war mal aufregend. Und das andere Aufregende war, dass man mir gesagt hat, eines Morgens, jetzt, ja, jetzt müssen Sie besser wieder heimgehen. Da oben ist einer rum, der rennt mit dem Messer, mit dem Pfademesser da rum. Und der will Sie halt ein bisschen kaputt machen.
Und da habe ich dann 18 Jahre mal Arzthelferin, da oben kann ich ja nicht irgendwie die im Stich lassen, geht doch nicht. Und dann bin ich hoch und da ist der halt auch da auf mich los, hat mich da gesehen. Aber es war ja an sich ein ganz netter Mensch, der sehr krank gewesen ist. Wir haben uns geeinigt, ich habe Rambazamba gemacht wie ein Weltmeister und das hat ihn sehr verblüfft und verwundert. Dann hat er sich ein bisschen selber geschnitten, dann habe ich ihn verbunden und dann kam auch die Polizei und hat ihn dann mitgenommen. Sonst habe ich eigentlich nicht so schlimme Sachen mitgekriegt. Die meisten Kontakte gehen halt 40 Jahre lang in der Regel, also mehr oder weniger, so ab, dass man damit leben kann. Ich denke halt, ein bisschen Menschenfreund muss man schon sein. Und mutig ist eigentlich gar nicht so, so arg gut. Also ein bisschen feig ist schon gerade mal richtig, das hält am Leben. Weil man muss ja immer gucken, dass man halt für sich und für die anderen ein bisschen was macht. So kleine Raufereien haben wir natürlich auch schon gehabt, aber das war nicht so schlimm. Ich habe früher so gedacht, also man muss halt da sein. Und wenn man da sein muss, dann passiert halt auch irgendwas, wo man dann halt irgendwie was machen kann. Und das passiert nicht immer nur so von 8 bis 12. Und da hat sich's dann irgendwie so eingebürgert, dass wir dann gearbeitet haben von morgens um 8, also in der guten Zeit, wo ich noch fit war, ja, bis um 3. Ja. Es war aber nicht mittags 3, es war halt nachts 2 bis 3. Und ich habe auch ja, die Menschen, die mir geholfen haben, ja, die habe ich nicht so beansprucht, sondern die waren im Schichtdienst da. Nur ich. Und es ist ja sogar so, also irgendwie hat man ein bisschen Narrenfreiheit, wenn man Praxis hat. Und das habe ich halt durchgehalten, ohne Krankheit. Ich sage nur, es fehlt dann irgendwas. Also unglücklich sind sie dann wohl alle ein Stück und Hilfe können sie alle gebrauchen. Unter denen unglücklichen sind ein paar, die krank sind. Und das muss man dann halt möglichst angemessen behandeln, dass die halt zufrieden wieder rausgehen. Und das habe ich so einigermaßen, dass ich von Bayern komme und von Darmstadt und von weiß Gott woher, glaube ich, dass wir doch alle so schön durchmischt sind, dass alles in etwa so ähnlich ist. Ja? Mit der Arbeit haben viele Probleme, mit dem Geld haben sie viele Probleme, mit der Existenz haben viele, sehr viele Probleme und mit den Mitmenschen haben sie halt große Probleme, mit der Polizei haben sie Probleme, mit den Drogen haben sie Probleme und das ist eigentlich überall gleich. Man kommt bei Hausbesuche rum, ja, Tag und Nacht. Man kommt halt auch so in der Freiheit mal ein bisschen rum, wenn man da durch die Gegend fährt. Aber ich habe ja schon Urlaub gemacht, ja, und Urlaub, ja. Und es hat mich mal der Hafer gestochen und da bin ich mal fort. Und ich habe das gleich vergessen, wenn das da so ist. Ich bin einmal, das war mal was Schönes, die Kinder sollten sich ja auch mal ein bisschen an mich erinnern und da sind wir in den 80er Jahren. Da sind wir dann fortgefahren, zwei kleine Kinder und ich nach Amerika. Und da waren wir 6 Wochen in Amerika verschollen und sind dann wieder heil zurückgekommen. Da erzähle die dann heute noch dort davon. Da habe ich nicht an das gedacht, da war ich nur im Wilden Westen. Und dann war ich ja noch gleich anschließend, war ich, da hat es mich ganz gerissen, war ich gleich nochmal auf den Malediven. Zum Friseur gehen, das mache ich nicht so viel. Ja. Und da haben sie mir die Frisur dahin gehängt und dann wäre ich immer verglichen mit dem Einstein, ja, der ist es am häufigsten. Und der Albert Schweitzer ist ein bisschen seltener. Und da war ich auch schon mal in London und da steht ja im Wachsfigurenkabinett der Albert Einstein. Und wie ich dann neben dran war und dann ging die Blitzlichter an. Tak, 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 tak. Das war eigentlich auch ein guter Moment, ja. Mit 65 habe ich gedacht, ich mache noch ein bisschen weiter. Und jetzt bin ich halt schon so alt. Und wenn der liebe Gott will, kann ich noch ein bisschen weitermachen. Und wenn die lieben Menschen das wollen, man muss ja auch immer so dran denken, boah, beliebt hin, beliebt her. Es ist immer ein Konkurrenzkampf. Und mal sehen, wie lange das halt, ja, das ist nicht unerheblich. Und dann muss man gucken.